Meine Spielzeuglok aus der Kindheit hat zwei davon. Einen auf jeder Seite. Mein allererstes Auto war ein Ford Taunus und der hat vier davon gehabt. Und der Dagobert Duck hat auch einen. Worum geht's? Wir konstruieren einfach einmal einen und dann das nächste kleiner dazu. Geht schnell. Also, wir kennen das Programm. Da fange ich einfach mal an. Was wir bis jetzt erlebt haben, das kennt jeder. Ein Kreis. Manche können sich auch erinnern, dass man da mit $F1 gleich, sagen wir mal 100, den Umriss da feiner machen können. Ja, genau. Das können wir austauschen mit. Und schon haben wir das Objekt unserer Begierde, um das geht's. Schlicht und einfach ein Zylinder. Und wenn man sich fragt, wie berechnet man jetzt das Volumen von so einem Zylinder? Naja, da sieht man es eh schon. Grundfläche mal Höhe. Und das war's. Grundfläche mal Höhe. Vielleicht fällt dem einen oder der anderen jetzt gerade auf, das ist ja genau gleich wie bei den Prismen. Stimmt. So gesehen ist der Zylinder auch ein Prisma. Wir haben also da einen wunderschönen Zylinder. Ich glaube, den kennt jeder. Und wenn wir uns anschauen, was hat der für eine Oberfläche? Da oben hat er einen Kreis mit einem Radius R. Den legen wir mal auf Zeiten. Da unten hat er den gleichen Kreis noch einmal mit Radius R. Den lege ich mal auf Zeiten. Und wenn ich mir den Zylinder jetzt so anschaue, dann könnte ich den ja einfach irgendwo mal auseinanderschneiden. Zum Beispiel entlang von dieser Linie da. Machen wir das. Und schon ist er auseinander. Und wenn ich das jetzt glatt bügel, dann habe ich da was für eine geometrische Form. Naja, fällt unter das Kapitel blöde Frage. Ein Rechteck. Und das Rechteck hat die eine Seite die Höhe vom Zylinder und die andere Seite da oben, das ist ja nichts anderes als der Umfang von dem Kreis. Und der Umfang war 2RB. Naja, jetzt haben wir da ein Rechteck vor uns. Wir haben die beiden Seiten vom Rechteck gegeben. Die Fläche vom Rechteck berechnet sich eine Seite mal der anderen Seite und in unserem Fall halt 2 mal R mal Pi mal H plus die beiden Kreise. Das schaut also hingeschrieben folgendermaßen aus. Und was haben wir da vorher noch gehabt? Volumen, Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche kennen wir, R² mal Pi mal H. Fertig.